Hallo COD Bros Noobs, hier ist wieder euer Toto und willkommen zu einem neuen Gameplay Commentary auf dem Kanal Toto LP. Heute mal ein sehr krankes und geiles Gameplay Commentary. Ja, wie ihr seht, ein Sniper Gameplay Commentary auf einem Server, ja. Also auf einem Sniper Server. Und, also ich hab das richtig geil gemacht, ne. Also das habe ich selbst erspielt. Dieses, man sieht's auch, Toto LP ist der Name, hier, Toto LP. Und heute mein Thema für das Gameplay Commentary ist denn das Allgemeine, was mir so auf die Nischel geht auf YouTube, also. Ja. Erstmal an erster Stelle, wirklich an allererster Stelle, sind die Hater, die wirklich denken, dass sie keine Freunde, also, dass wir allgemein keine Freunde haben, allgemein die Leute beleidigen, weil sie neidisch sind, dass wir besser als sie sind, gerade bei jetzt bestes Beispiel Concrafter, da habe ich einen riesigen Text an ihn geschrieben in die Kommentare. Vorhin gerade, der hat glaube ich jetzt instant 15 Likes oder so gehabt. Er hat auch einen Kommentar drunter geschrieben und schau, es ist so, die Hater gehen dann so auf den Sack, ehrlich. Und man sagt immer, ja, die Hater sind mir so scheißegal, aber ehrlich, im Inneren tut das weh. Es tut wirklich einfach nur noch weh, wenn man dann sagt, ja, du bist ein dreckiger Hurensohn. Egal, kennst die Leute nicht. Ist einem sowas egal, aber es tut wirklich weh, glaub mir. Und ich habe selber damit schon Erfahrung gemacht, wenn dich einer hatet, man versucht das zu überblenden, aber glaub mir, ich sag das jetzt nochmal, es tut weh. Wir gerade als YouTuber hören auf solche Meinungen von den Hatern und glauben auch daran, dass wenn die sagen, ja, deine Videos sind mega schlecht, mach was anders, und wenn Leute schreiben, ja, meinetwegen, deine Realer-Videos sind total dumm, hör lieber auf damit mit diesem Bullshit, das gefällt eh keinem. Da bekommt man echt Herzrasen, weil das echt nicht schön ist. Man probiert sich den Arsch aufzureißen. Ich mache die Realer-Videos, ich mache mich so zum Affen hier in den Realer-Videos, und was kommt? Die Realer-Videos sind scheiße, hör lieber auf mit den Realer-Videos, mach deine Commentaries. Ich überlege ehrlich nur noch Commentaries zu machen, ne? Also ich weiß nicht, was ihr da machen, was ihr da sagt, aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal nur noch Commentaries. Und ich weiß, Commentaries gibt es nur verbreitet, extrem verbreitet. Und ich mag das nicht, ja. Ich möchte Abwechslung mit reinbringen. Und nur Commentaries, gefällt mir echt nicht. Also, wenn ich nur Commentaries mache, da kommt echt nur Langeweile auf, ja. Und nur Commentaries und so weiter ist schon ganz schön blöd. Ja, was ich dazu auch noch hasse, ist das ganze Rumgeheule, ehrlich, auf YouTube. Dass man irgendwie, jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, auf jeden Fall, was mich so ziemlich aufregt, sind die ganzen, Kiddies auf YouTube, ja, die ganze Zeit labern, und die wirklich so eine Stimme haben, hier so, ja, willkommen zum Gameplay-Commentary, ich bin der Toto, und ich sag nicht, ich hab eine mega riesige Fack-Stimme hier, also ich hab die, erwachsenste Stimme. Aber ich hasse wirklich solche Kiddies über alles, ne. Ich schaue mir die Videos meistens gar nicht an, wenn die so vor so 12 oder 11 sind, oder wenn die dann versuchen, auf YouTube groß zu werden und sich dann vorstellen, sie bekommen 54 Millionen Abonnenten. Nee, sowas schaue ich mir nicht an, ehrlich nicht, tut mir leid. Und dann ist auch meistens die Qualität der Videos extrem kacke. Und dazu gucke ich noch, hasse ich noch über alles die Neider, die ganze Zeit wirklich nerven. Ja, lass mal was zusammen machen, LPT. Und ich frag bei großen YouTubern an, ist klar, ob die machen Let's Play Together mit mir machen, weil Let's Play ein Interview machen wollen, aber also so tief bin ich nicht gesunken, und frag gleich Gronkh oder so, machst du mit mir ein Let's Play Together, ja? Hier, guck mal, den habe ich nicht getroffen, und jetzt ist er tot. Und jetzt kommt der Last Kill. Natürlich probiert Last Nice zu machen. Ihr seht jetzt noch hier Toto LP 3014, hätte ich einen richtig geilen Score gehabt davor, aber hätte ich den nicht so verkackt, hier die Last Nice probiert hätte, es wäre schon blöd gewesen, sagen wir es so. Und ihr seht es, 3014. Und ich hoffe, euch hat das Gameplay-Commentary gefallen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss, euer Toto.